Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Pengu's Party. Ja. Choose a powerful item. Das ist ein Gold Subscription einfach. Da. Prowler's Claw ist super funny auf Garen. Das glaube ich gerne, ja. Ich glaube, Galeria, der Mech hat viel Potenzial. Das Problem ist einfach nur, dass die Units extrem contested sind. Aber Nomsi wäre immer noch was ich gerne nochmal machen würde. Nomsi mit Coven oder so. Ist das Coven? Ich glaube schon. Oder Coven Kale. Könnte ich mir auch vorstellen. Imperial. Ich würde sagen, nochmal Mountain. Nee, komm, wir machen nochmal Socialite. Ich fand die Grundidee eigentlich cool. Rukulos mit Mountain. Ich dachte, wenn dann eher Full Bruiser, weil die kriegen ja Max Health und Bruiser kriegen einfach mehr Max Health. Ich meine, so hat man ja das Mountainfeld früher auch gespielt. Hast du überlegt, mit Pöcki so einen EM-Talk zu machen? Meinst du Fußball? Nee. Wir hatten mal einen Podcast. Aber da hat man auch gemerkt, dass uns da beiden die Motivation für fehlt. Ich glaube, wenn man sowas macht, sollte man es auch zumindest ansatzweise vorhaben, durchzuziehen. Und das sehe ich aktuell bei uns nicht so. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit einem chilligen Fated Board an. Können noch überlegen, ob wir hier Fated Triad spielen. Sonst könnte man die sellen für Double Zyra bei, ist auch oft worth. Props on Riot Game für die ganzen TFT Cosmetics bei dem Event. Nee, ach, bei den Free-to-Play Cosmetics meintest du, ne? Ja. Habe ich mir tatsächlich noch nicht so viel angeschaut. Arcanist, eher lame. Weil natürlich Socialite Arcanist schon eine krasse Combo ist, ne? Was ist das? Boy. Das ist leider echt nicht viel. Aber wir haben Prizefighter, das heißt, wir müssen wenigstens versuchen zu gewinnen. Aber spätestens ab der Caitlyn Ult auf meiner Ahri unangenehm wird. Das wäre safe ein One-Shot gewesen. Ja, Full Arcanist habe ich auch überlegt, aber. Ja. Hab den Reforger in Pengu's Party bekommen. Einen Remover, ich hatte eben 3. Das hat sich sehr personal angefühlt irgendwie. Ist Fated ausverkauft? Sind halt 5 Mana pro Sekunde. ...40% Bonus-Damage klingt schon krass, ne? Aber tatsächlich ist das Mana nutzlos. Oh, nee, nevermind. Das kommt doch oft auch im richtigen Moment.
Es sind immer mit 3 Auto-Attacks hat sie immer wieder Ult. Nach der, glaube ich, ersten, wo es ein bisschen anders ist. Das ist natürlich stark dann, ne? Ja, die Idee bei Prizefighter ist normalerweise, du kriegst eine extra Component, dann hast du quasi ein completed Item mehr bis zum Karussell. Und weil du die 3 Fights gewinnst, hast du dann mit der Component vom Karussell auch wieder ein Item mehr. Und so snowballt das quasi in sich rein. Bin ich grundsätzlich auch ein riesen Fan von. Hat jetzt hier nicht ganz so gut funktioniert, muss man sagen. Es ist halt ärgerlich, dass wir Fated nicht zusammenkriegen. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel verlangt. Ja, seht ihr hier, am Anfang ist es ein bisschen awkward mit den Ariols. Aber dann ist es immer jeder dritte Auto-Attack. Boah, Shen. Heldenhaft, wie er sich mit seinen letzten HP noch vor unseren Carry wirft. Und Yasuo auch. Aber wer mag schon Yasuos, ne? What should we do? Könnten den Varus nehmen. Aber ich glaube, eine Armor hilft uns mehr. Aus der Armor können wir auf jeden Fall was bauen. Gibt es einfach Titans, USK Sunfire, Stoneplate. Ja, selbst Protectors, wow. Also das sind eigentlich durch die Bank weg geile Items. Bramble, Crown Guard, Edge of Night würde ich jetzt nicht so oft bauen. Mann. Bisschen enttäuschend, ne? Vielleicht ein schönes Jazzboard. Sind jetzt und spielen einfach starke Units. Lol, der hat einfach auch nah 2. War natürlich wichtig. Ja, ich denke, wir spielen ja tatsächlich irgendwie einfach nur stärkstes Board durch. Und dann hinten raus. Was machen wir denn? Gibt es eine klare Comp mit den meisten Trades im Game? Nicht so richtig, ne? Bisschen awkward. Ich glaube, das ist tatsächlich trotzdem korrekt. Sage Lydia hat schon unverschämt viele. Ja, Unique Trades zählen halt nicht. Ist natürlich trotzdem ein bisschen was dabei.
Also hier zum Beispiel hat halt nur ein... Ich weiß mir, finde ich sofort nicht, ob das Wolf ist. Ich glaube, ich habe zu viel gepanickt. Der Blue Buff bringt hier sehr, sehr wenig Value rein. Schon schick, ne? Oh, lol. Das ist natürlich eine Menge XP jetzt. Ist 3. Das wäre schön, finde ich, richtig realisiert. Das sieht gut aus, oder? Wenn du auf der eigenen Map bist und Jason oder Discord, es kommt auch die Mucke wieder. Really? That's some good stuff. Well done, Riot Games. The fuck? Ah, Jennifer Hedge positioniert. Ja, ich muss sagen, Slamming mit einem Golden Remover ist natürlich sehr angenehm zu spielen, ne? Sah kurz aus, als wäre das verlierbar. Was ja eigentlich kaum vorstellbar war. Ja, Titans of Lee shiften wäre schon eine Runde vorher drin gewesen. Wer ist hier Carry, war die Frage. Das ist wahrscheinlich sogar eine Berechtigte, ne?
Sind 8 Trades so das Maximum? Ich meine, ich habe jetzt nicht viel ausprobiert, da geht garantiert schon noch was. Da ist die Mucke wieder. Ja, Lisandra auf 9, sure. Und dann ist es halt Herrscher Momolux irgendwie auf 10. Und man könnte sogar... bisschen was für andere Optionen finden. Oh, wir haben das so viel gespielt, ne? Aber es war auch einfach immer geil. Ich glaube, Morgana ist hier. Morgana forst uns in Illaoi. Illaoi gibt uns auch Arcanist Options. Man könnte natürlich eine andere Sage Unit spielen. Also dieser Klumpen existiert zusammen, denke ich. Oh mein Gott, das ist natürlich Cheating. Ich meine, die haben wir tatsächlich da einfach schon drin. So viel Money hier drin, ey. War meine Ari die ganze Zeit nicht im Socialite-Feld? Oder hat sich das gerade einfach verschoben? Oh mein Gott, habe ich die ganze Zeit den Effekt hier nicht genutzt? Hat schon viele Fehler, wa? Wir haben die ganze Zeit Slamming. Aber gerade war ein Creep Round. Im Best Case habe ich es einfach die ganze Zeit genutzt. Okay. Ja, Nico, für Heavenly. Also hier haben wir Heavenly halt einfach schon.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich eher so Azir on. Auch dann fühle ich es nicht so ganz. Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen mit dem Flow und gucken, wo uns das Spiel hinführen will. Kannst halt das normale Dranglord Lineup spielen hier, indem du halt einfach so spielst. Deswegen ist dieses Board auch einfach so beliebt, ne? Es hat einfach so viele gute Synergies in sich drin. Da musst du es gar nicht so spektakulär finishen, sondern du könntest sogar einfach sagen, yo, weißt du was? Ich spiele hier Riven Galio. Ist halt 7 Trades am Ende. War 7 auf 9 fairerweise, ne? Da war das eben schon ein Ticken stärker. Runde, die auf jeden Fall gut Kopfschmerzen verursachen kann, ne? Aber ich glaube, es ist die Variante von eben. Die scheint mir schon die zu sein, die mit am härtesten reinklatscht, ey. Ich denke, das Board ist einfach schwer zu schlagen in der Trade-Anzahl. Boah, ey. Jedes Mal die Sachen neu zu kriegen ist zwar cool, aber auch arschfordernd. Das heißt, wir nutzen lieber den Remover, bevor wir Units verkaufen, weil sonst muss ich ja immer alles wieder neu bauen. So, und jetzt müssen wir halt langsam anfangen, die Legendaries reinzuspielen.
So, am besten genau jetzt. Nächste Runde, I guess. Nächste Runde, da haben wir nämlich noch eine Soraka mehr. Und dann wird hier Swabity Swap gemacht. Die komplizierten Mythic Boards wären ja auch eine Option gewesen. Kein Elden Journey mehr? Doch, doch, morgen. Heute ist ein TFT-Tag. So, jetzt hat der nochmal geklont. Ist gut. Mit 6 Trades, das ist schon sehr, sehr nice. Wir müssen natürlich jetzt über die Legendaries noch ein paar mehr dazu. Ist aber auch machbar. Warum leuchtest du? Deswegen leuchtest du. Awkward, aber wir müssen halt auf der Bank die ganze Zeit was anderes vorbereiten. Ich muss ja halt auf Level 9 rollen und darf nicht Level 10 gehen, weil ich dann meine 3-Cost-Carries nicht fertig kriege. Dann habe ich jetzt schon ein bisschen Zeit reingesteckt, dass das klappt. Ja, ist natürlich dann doof, wenn es nicht funktioniert. Der Zug ist leider abgefahren. Bin aber ready für die randomized items. Die T da drauf. Der raus, sobald Rakan da ist. Wer geht für Rakan? Der geht für Rakan. Ja, nee, die XP kriege ich gerade nicht. Das ist schon alles sehr komplex hier. Irgendwas Schnelles, bitte. Jo, ich muss gewinnen, ansonsten sind wir eh dead. Oh,
Aber die Chancen stehen auch besser als davor. Junge, Junge, Junge. Das ist echt eine Komp, die einen Kopfschmerzen macht, ey. Aber ein Gegner leider nicht so viel wie mir selber, ey. Aber jetzt mit Soraka 3 und Elune 3, das ist natürlich der Power Spike, auf dem wir spielen. Es gibt natürlich auch immer noch sehr viel Gold for free. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Trades. Neun Trades haben wir. Und da kommt auch nicht mehr so wahnsinnig viel oben drauf. So, ab jetzt ist Slamming dann auch offiziell useless. Ja, sie gibt uns gerade keinen Trade, aber es ist halt einfach eine Legendary Two-Star. Die nimmt man da mal mit. At this point. Geil. So, wir kriegen 30% Bonus-Health und 22% Bonus-Damage. Das ist schon echt eine richtig krasse Hausnummer. Ja. Ja, wirklich unendlich Mana da in der Backline. Wir sind gerade zumindest auch deutlich stärker als er. Die Laoi ist leider nur im Herzen 2. Tranduins könnten wir vielleicht ein bisschen besser positionieren. Die Sato hat richtig gescheppert. Junge. Ja. Der ist klar winning. Oh, das ist interesting. Das ist alles interesting. Aber es ist Triad für uns. Ne? Dragonlord 4 wäre wahrscheinlich stärker, aber wir würden jetzt gerne hier noch einen Trade mehr dazu nehmen. Haben wir schon ein paar Triad-Stacks ja gesammelt.
Ja, also ich denke, das Sinnvollste ist einfach Diana über Jenna zu spielen, um lieber Sage 3 zu haben als Invoker 3. Aber ich glaube, da gibt Sage halt 36% Bonus. Hilft auch einfach, ne? Also das ganze Board ist mittlerweile cracked. Loon droppen ist halt nicht wirklich eine Option. Ja. Also die Illaoi macht mich wirklich traurig, aber... Set ist ein bisschen stuck, weil da noch nichts war, aber wir machen jetzt so viel Damage. Krass. Warum rollt man nicht für Wukong? Weil die Runde noch nicht endet. Bin hier 100% winning. Nur 7-1 wird gefährlich, wenn irgendwer von denen eine 4-Cost of 3-Star macht oder so. Aber abseits davon bin ich wirklich sehr, 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 sehr strong. Dranglords Emblem und Lux für Jenna. Dann kriegst du... Über Triad habe ich einen Trade bekommen. Darüber würdest du einen Trade über Porzellan kriegen, aber Porzellan ist vielleicht stärker einzuordnen. So von maybe ja. Was ist denn mit Illaoi los? Okay. Okay. Nicht okay. No, GG. Geil. Holt einen Umsies nach Hause. Schlecht positioniert, ne? Muss Carries unten splitten. Dann verliere ich niemals gegen Umsi hier. Aber ich habe alle meine Carries in der Ecke gestellt. Er hat die andere Ecke gefunden mit Umsi gewinnen. Schade, schade, schade. Aber krass. Aber wow, wir sind sogar nur Dritter am Ende, ne? Aber war heftig. Also, Jazz. Was war das jetzt? 36% Bonus-Save über Jazz und 22% Bonus-Damage, right? War schon eine geile Runde. Ach, und Nautilus 3. Da waren wir bei den 4-Cost-3-Stars, ne? Die ich angesprochen hatte. Das, oh wow, dafür war es aber dann actually extremes close, ne? Wenn ich dann Carries besser gesplittet hätte, hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum mein Azir da unten überhaupt stand. Also, macht ja gar keinen Sinn. Ach, weil ich so wenig Frontline hatte am Anfang, ne? Naja. War aber auf jeden Fall ein geiler Banger. Nehmen wir mit. Jazz. Jazz mit 9 Trades. Jazz gibt 36% Bonus. Nee, wie nennt man den Titel? Jazz Mucke ist zurück. Jazz mit 9 Trades. Machen wir es so. Geil. Peace.